willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute nämlich das Heller-Paket in einem neuen Update aus dem SCS-Forum. Oh, mega geil. Warum mega geil? Dazu kommen wir jetzt. Also, wir haben ja hier unsere Slots. Ich teste das am besten immer am Scania. Warum? Naja, weil ich da die meisten Slots jetzt hier zur Verfügung habe. Da kann ich das meiste draufballern. Und deshalb zeige ich euch das, was hier alles mit dabei ist. Also, ich lasse jetzt mal Bohrmann außen vor. Wir haben hier zum Beispiel die Heller Double Burner, meinen absoluten Lieblingslampen. Gibt es ja in verschiedenen Farben. Hier dann auch nochmal so doppelt. Weiß und Orange oder dann auch Rot hinten dann für die hinteren Varianten dann, wenn man das nutzen möchte. Geht hier auf alle Fälle ganz genauso. Dann das gleich mal vorweg zu dem hier. Dann gibt es auch in Gelb, in Grün, in Blau, in Lila, in Weiß. Und dann so Orange leuchten. Sieht auch ganz schnieke aus. Kann man auch gut nutzen. Jetzt passt auf, jetzt geht's weiter. Da haben wir nämlich hier die ganzen Hellerlampen. Die gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Varianten. Passt mal auf. Ich werde hier unten auch nochmal was hinballern. Hier. Ich glaube, da müssten sie passen. Da müssten sie nämlich passen. Ich glaube, es ist nämlich hier chrom. So. Das ist praktisch die hintere, die Hülle. Das muss man ein bisschen verstehen vielleicht. Chrom ist praktisch die hintere Abdeckung hier. Dann kommt Paint. Dann kommt Plaster. Dann kommt nochmal Chrom. Wieder Paint. Dann gibt es jetzt auch in Gelb. Aber halt dann immer in verschiedenen Varianten, ne? In Plastik, in Paint oder wie man es halt dann braucht. Ne? Also Blau, ah ne, warte mal, das war hier vorne, Blue, Paint, so, Orange, Paint, Yellow. Da unten kommen noch mal welche doch mit dazu, Moment. Da kommen noch welche mit dazu, Moment. Gehen wir mal weiter. Also das waren jetzt die, die sind hier nicht, die sind von Obelino, die helle Lampen, ne? Ganz wichtig. Dann haben wir hier oben, ne, das ist von 50. Dann haben wir noch, wir könnten es eigentlich ausmachen, ne? Ich kann es hier ausmachen, pass mal auf, dann haben wir nämlich hier ein bisschen, ah, ein bisschen Lampen, ne? Aber Strebers, das müssen wir ausmachen, das müssen wir ausmachen. Ich habe vergessen, 50 Kelvin, und machen wir jetzt mal aus. So, jetzt glaube ich, müssen wir nur die Heller-Zeug drin haben von jetzt hier. Und die Original-SCS-Sachen natürlich, klar. So, genau, dann haben wir oben nämlich hier noch, oh, wieder auf den Knopf gedrückt hier, meine Herrschaften, ich werde zum Horst, da sind sie. Die Heller LED 100, die sehen dann so aus, sind praktisch die hohen und die niedrigen gibt es natürlich auch noch. Die baller ich mal hinten hin, die sind ein bisschen flacher gehalten. Finde ich gar nicht so schlecht, beide. Ich zeig's euch hier nochmal. Ne? So, dann gibt es jetzt hier Xenon, das ist dann hier, das will ich euch dann hier nochmal zeigen. Das ist dann, genau, das waren jetzt hier die Clear Heller Jumbo und dann gibt es dann die Heller mit Xenon Weiß. Machen wir hier, so. Und dann machen wir das in Gelb nochmal, ne? Ember LED Paint. So, nee, das war jetzt nicht gelb im Bach. So, genau. Dann haben wir hier oben, dann haben wir unten die Lampe schon mal gecheckt. Check. Dann haben wir hier unten die LED-Stock. Dann haben wir hier die White. Wir haben noch die Illuminator Ember Chrom. Achso, Chrom ist ja dann klar, ne? Chrom ist klar. Ja, ne? White, Ember, White, Light, Chrom. Oh, das wird so witzig. Truck Paint. Dann haben wir noch die Heller Jumbo 300. Nee, die können hier nicht mehr dazu. Halt, stopp. Die können ich nicht mehr dazu. Nee. Nee, dann sind wir schon richtig gewesen. Chuck Paint. Ember White. Die haben wir schon gehabt, ne? Genau, die haben nicht so weiß und so einen gelben Chrom-Ding dann drin hier. Ich baller jetzt hier einfach mal welche drauf, weil es ja egal ist. Ist nur zum Testen. Ist nur zum Ausprobieren. Nur, dass ihr mal nochmal gesehen habt, wie das so aussieht. Deshalb testen wir das einfach nochmal kurz durch hier. Ne? Das ist Yellow White, Yellow White. Dann haben wir Ember. Dann haben wir hier nochmal Clear White. Ich baller hier oben auch noch ein bisschen was hin. Xenon, Xenon White, dann Clear. Einfach nur zum Ausprobieren, dass ihr das nochmal seht, was hier in diesem Paket überhaupt enthalten ist. Am besten finde ich ja nach wie vor diese Heller Double Burner, weil die finde ich ja richtig schnieke. Wenn ich jetzt die hier mache, ich gucke mal, ob die hier, glaube ich, unten gehen, genau. Dann könnt ihr praktisch dann hier sagen, okay, wo sind die roten? Da sind die roten. Dann balle ich jetzt hier hinten noch ein paar rote hin. Die passen jetzt hier natürlich nicht zu 100%, aber ist erstmal Bockwurst, ne? Hauptsache, wir können was anbauen. Machen wir rot-weiß andersrum. Das ist dann eher so rum. Und dann das gehört dann so rum. Ne? Ja, genau. So kann man einfach mal machen. Und jetzt schauen wir uns dazu mal. Moment, ich glaube, hier an der Seite glaub, ich habe noch nichts gehabt. Ich guck trotzdem noch mal drüber. Nee, da war nichts dabei. Egal, lass ich jetzt einfach so. Jetzt gucken wir uns jetzt einfach mal im Lichttest an, damit er das sieht, wie das aussieht. So, jetzt mal alles in Farbe bunt. Ihr seht das. So sieht das alles aus. Ganz schön, ganz fein. Die Illuminator sind sowieso geil. Ist einfach alles geil. Wir schauen uns das jetzt anhand eines Lichttests ganz kurz an, damit ihr seht ungefähr, wie das leuchtet und funkelt. Hier habe ich immer den besten, kann ich den besten Lichttest machen, weil es hier nämlich hier schön dunkel ist.
So, 23 Uhr, zack. Jetzt halte ich mal Standlicht ein, zack. Und dann könnt ihr jetzt hier schon sehen, wie das ungefähr aussieht, wenn ich jetzt nur mal mit Standlicht fahren würde. Die Heller Double Burner sind von außen aus geil. Dann hier oben diese Heller Luminator und die anderen Lampen, die sehen einfach cool aus. Vor allem mit diesen kleinen Leuchtestreifen da drin, sieht richtig cool aus. Auch hinten am Heck jetzt hier die Heller Double Burner, die ich unten angebaut habe, optional. Leuchtet unten den Böden, die Böden auch sehr schön aus. Den Boden auch sehr schön. Der Knoten in der Zunge. Freitagabend. Samstagabend. So rum. Aber nee, sieht richtig gut aus. Ne? So, Fernlicht. Wie sieht es mit Fernlicht aus? Klar, blind wie ein Maulwurf, wenn du davor stehst. Mega, oder? Sieht richtig cool aus. Also gefällt. Und jetzt passt mal auf. Jetzt kommt der. So das Highlight, sage ich immer, ist das, wenn ihr die Rundumleuchte anmacht. Passt mal auf. Cool, es funkelt hier, Alter, hier oben. Wow, Alter, ja. Voll die Disco. Put your hands up. Auch hier nochmal. Alter, zieht die Socken aus, ne? Guckt das mal an, ey. Geil. Auch unten. Guckt das an, ey. Voll, Alter, ey. Mega. Also im Prinzip brauchst du oben diese. Die Rundumleuchte oben brauchst du eigentlich gar nicht. Dann nimmst du einfach diese Dinger hier, die in der Mitte, die heller Lampen. Mega, oder? Also sieht schon richtig geil aus. Kann man sagen, was man will. Das rockt. Geil. So, habt ihr Fragen dazu zu diesem Update? Dann gerne kommentieren. Einfach raus damit. Kommentiert unter dem Video oder im SCS-Forum. Link dazu alles in der Beschreibung. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abo für den Kanal nicht vergessen. Die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch wie immer schönen Tag noch. Macht's gut. Bis bald und adios.